Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute habe ich so ein kleines Update-Video am Start. Ich habe nämlich drei Dinge vorbereitet, die eben jetzt neu sind in FIFA 18. Das ein oder andere könnt ihr vielleicht schon wissen, aber vielleicht habt ihr etwas verpasst. Und deswegen dachte ich mir, haue ich das Video einfach mal raus für euch. Und falls ihr das einfach öfter sehen wollt, mehr FIFA 18 Videos, ihr wisst es, Daumen nach oben da lassen. Und dann starten wir jetzt auch direkt rein, ohne viel Zeit zu verlieren. Und zwar mit der ersten Info, und das ist, ja, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben, die dritte Liga wird am Start sein in FIFA 18 mit allen Vereinen, mit allen drum und dran, und man kann eben natürlich auch in der Karriere mit der dritten Liga dann sozusagen reingehen. Also du kannst eine Mannschaft aus der dritten Liga ganz normal nehmen, die ist dabei, und das ist auf jeden Fall sehr cool und das freut natürlich viele auch, vor allem eben die deutschen FIFA-Spieler da, die dann eben sozusagen auch teilweise ihren Lieblingsverein spielen können, endlich in FIFA 18. Für mich persönlich, ich bin ja Österreicher, für mich ist das nicht ganz so interessant, weil ich halt nicht aus Deutschland komme und ich deswegen nicht so einen Bezug zu diesen Vereinen habe, aber ich denke mal, viele von euch haben sich da echt gefreut, und die dritte Liga wird auf jeden Fall am Start sein, und da dann eben vielleicht auch noch der DFB-Pokal, aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz safe, aber die dritte Liga ist zu 100% bestätigt und die wird in FIFA 18 am Start sein. Okay, wir kommen zur zweiten Info, und das sind andere Ligen bei The Journey. Ja, ihr habt richtig gehört, und da gibt es ein Bild, und da sind insgesamt 6 Ligen aufgelistet. Ja, natürlich die Premier League, so wie es eben letztes Jahr auch schon war. Aber bei The Journey 2, also Hunter Returns, also die neue Staffel einfach von The Journey in FIFA 18, da könnten eben jetzt neue Ligen am Start sein. Die brasilianische Liga, dann noch die MLS, dann die deutsche Liga, die französische Liga und die spanische Liga. Hier ist zum Beispiel nicht dabei die italienische Liga, was eigentlich ziemlich komisch ist. Und das ist auf jeden Fall, ja, das kann stimmen, aber es ist halt noch nicht bestätigt. Aber es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass das stimmen könnte. Denn ich muss ganz klar sagen, dass die in The Journey echt was ändern müssen. Beziehungsweise die müssen einfach irgendwas Neues bringen. Ja? Und wenn die da jetzt auf einmal statt einer Liga direkt 6 Ligen anbieten, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Update. Und das könnte ich mir deswegen sehr, sehr gut vorstellen. Und das ist halt einfach cool, wenn du dann im Laufe der Zeit einfach wechseln kannst in die spanische Liga zum Beispiel. Und dadurch, dass eben Cristiano Ronaldo auch bei The Journey jetzt dabei ist, dass der in der Story vorkommt, ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass da zumindest noch die spanische Liga dabei ist. Also ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Andere Ligen werden höchstwahrscheinlich dabei sein bei The Journey 2. Und das finde ich extrem cool. Okay, wir kommen zum dritten Thema, und das ist was, was vielleicht viele noch nicht wissen. Ich habe es im Stream einmal schon angekündigt. Und zwar gibt es jetzt schnelle Wechsel in FIFA 18. Und zwar zeige ich hier euch zwei Bilder. Okay, das war grammatikalisch, glaube ich, kompletter Käse. Egal, komm, wir gehen hier rein. Quick Substitutes, ja, das heißt einfach schnelle Wechsel auf Deutsch. Und dann steht hier eben, während dem Match kannst du Stopp drücken. While in a match, ja, during a stop in a play, you will be prompted. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Ja. Okay, belastend. Wir haben uns jetzt zuerst das zweite Bild und nicht das erste Bild angeschaut, deswegen gehen wir jetzt rüber zum ersten Bild, und da haben wir eben das Ganze wieder am Start, und ihr seht hier, das ist eben der erste Teil. Man sieht es ja unten auch an der 1 und an der 2. Ich habe da jetzt ein bisschen wenig mitgedacht. Und ja, dann werde ich euch das Ganze jetzt mal ein bisschen übersetzen. Okay, hiermit ist einfach gemeint, dass man sozusagen vor dem Spiel die Spieler auswählen kann, die man eben wechseln will. Du kannst dann eben auch einstellen, mit welchem Spieler du diesen Spieler wechseln willst. Wenn du zum Beispiel Auba vor dem Sturm hast, kannst du drücken, glaube ich, dass du eben, ja, in der 60. Minute Auba für, keine Ahnung, jetzt für Aguero austauschen willst, und dass dann eben Aguero in der 60. reinkommt, circa halt, wenn da eine Unterbrechung ist. So habe ich das jetzt verstanden. Falls ich da irgendeinen Fehler drin habe, tut es mir natürlich leid, aber ich denke mal, das müsste stimmen. Und ja, die zweite Seite ist hier eben dann genau das gleiche, nur während dem Match. Ja, das eine ist vorher, also im Teammanagement, und das andere ist während dem Match. Und da kannst du dann eben auch nochmal mit R2 und ja, einem gewissen Tastenkombinationen halt dann einstellen, dass da schnell gewechselt werden soll. Und ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon mit dem heutigen FIFA 18 Video. Ich denke mal, vor allem die letzte Info und das mit der dritten Liga und das mit The Journey, also eigentlich alle Infos, sind ganz interessant eigentlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, vor allem eben schnelle Wechsel, das ist ganz interessant, da kannst du dir auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen, und das ist halt ein neues, cooles Gadget, sage ich jetzt mal. Ja, Freunde, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video, und in der Beschreibung gibt es noch FIFA 18 für 43,99 € für den PC. Ich weiß nicht, ob das überall so günstig ist, aber das ist halt bei MMOGA gerade so günstig. Es ist jetzt auch kein Product Placement oder so, aber ich wollte euch einfach nur mal gesagt haben. Also falls ihr euch das holen wollt, checkt es einfach mal ab. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, und ciao.